Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ich stehe hier noch vor dem Siria-Land, wo es ja gestern ein Video davon gab. Und wir fahren jetzt mal von hier zum Khao Chi Chan, sprich zum Buddha-Berg. Ja, auch hier wieder einige schöne Grundstücke mit sehr schönen Häusern drauf. Straße zum Teil sehr schmutzig vom Regen her. Ich finde es schön hier mit der ganzen Landschaft, den Hügeln, die da vorne noch kommen. Achtung, Wasser. Bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Wasser auf der Straße ist. Man kann nie wissen, ob da im Wasser drin oder im Schmutzwasser drin noch irgendwo ein Loch ist. Es geht jetzt hier leicht aufwärts. Auf der linken Seite im Vordergrund kann man bereits den Silver Lake erkennen. Rund um den Silver Lake ist auch eine sehr schöne Landschaft. Es gibt einen großen Aquapark auch. Dann der ganze eben Silver Lake selber. Die Silver Lake Winery. Ein Rap. Anbaugebiet mit eigenem Wein. Es gibt verschiedene Luxuslokale, das Castello di Bellagio, Città di Como und so weiter etc. Da habe ich ja auch schon Videos davon gebracht. Hier auch zwei Zufahrten zu großen Grundstücken. Da rechts hoch ist auch noch ein kleines Village. Und hier der Blick auf den Silver Lake. Und der linke Hügel, das ist der mit dem goldigen Buddha auf der Rückseite. Ja, in der Mitte des Bildes, gerade vorhin, eine sehr schöne Villa, direkt am See, im italienischen Stil gebaut. Da kommt man sich vor wie irgendwie am Comer See, wenn man die Villa über den See weg anschaut. Jetzt rechts im Bild das Castello di Bellagio, geradeaus das braune Dach von der Silver Lake Winery oder Winery. Hier auf die Seite weg wieder der Silver Lake. Der helle Fleck, den man am Wasser sieht, über das Wasser hinweg. Das ist eben die Villa im italienischen Stil.
Die Straße hier in einem sehr guten Zustand, was auch nicht überall der Fall ist. Wir biegen hier jetzt rechts ab. Geradeaus würde es noch eine kurvige Straße über den Hügel geben. Die lassen wir jetzt für heute weg. Wir kommen so nun zum Gelände vom Buddha Mountain, Buddha Berg. Ist ein riesiges Gelände. Und hier haben wir ihn im Blickfeld, zwischen den Bäumen und Tafeln durch. Ja, das war's bereits wieder von mir mit der Fahrt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.